Guten Abend, ihr schaut Immobil. Mit dem warmen Wetter kommt es wieder vermehrt. Allerlei Ungeziffer, die sich im Haus oder in der Wohnung einnisten. Unser heutiger Gast ist Schädlingsbekämpferin vom Dienst. Ich begrüsse Tanuk Ledermann, Geschäftsleiterin von Ledermann AG in Biel. Guten Abend, Frau Ledermann. Ja, grüß dich. Frau Ledermann, wie geht ihr um mit den Insekten, mit dem Ungeziffer generell, ganz generell? Ganz generell müssen wir sie bekämpfen. Also, sobald das Ungeziffer in einer Wohnung, in einem Haus ist, dann schauen wir, dass die auch fortgehen. Was versteht man unter Ungeziffer? Das ist ja so ein breiter Begriff. Es gibt ganz viele. Es gibt auch solche, man sagt ja auch, alles ist irgendwie nützlich. Ja. Als Ungeziffer. Aber ist es so. Ungeziffer, das sind kleine Tiere, die absolut störend sind im Alltag. Und von dem her, wenn sie in den Wohnungen ist und in den Häusern, ist ihr Nutzen auch nicht mehr gleich, wie wenn es draußen wäre. Also draußen haben sie ihren Nutzen, dann stören sie einfach. Wieso kommen sie rein? Das ist eine gute Frage. Zum einer Seite ist dort die Wärme, was halt immer hat in den Häusern. Man muss wissen, dass Kaltblüter immer die Wärme suchen. Zum anderen manchmal auch vom Fressen her oder auch unsere Isolation, was sie auch brauchen können. Genau mit dem gleichen Grund für die Wärme halt. Der Hauseigentümer der hat ein bisschen mehr Raum generell, manchmal auf 3 Stöcke oder auf 4 Stöcke oder je nachdem, was denn ist. Was ist euer Tipp jetzt im Blick auf die warme Saison, wo dann die Viecher kommen? Da sage ich immer, ein bisschen aufmerksam sein, auf, ob es etwas hat oder nicht und so weiter. Vor allem auch, wenn andere Mieter zum Beispiel haben, immer sehr aufmerksam sein, weil wenn man in einem Zimmer ein BV hat, dann soll man das eigentlich schnell erledigen, weil nachher wird es ins zweite gehen und ins dritte. Und irgendwann hat man es nachher in der Wohnung oder im Haus nebendran und dann ist auch der Aufwand nachher auch konsequenter und somit auch die Kosten nachher verbunden. Einbrechen sind auch ungebetene Gäste. Dort kann man abschließen, man kann Alarmanlagen machen, alles verrückt, damit die nicht reinkommen. Das Ungeziffer, was kann man dort machen, damit es nicht reinkommt? Ja, das ist ein bisschen schwieriger. Also in den meisten Fällen kann man praktisch nichts dagegen machen. Vielleicht für die Alimente, wenn man die Alimente in verschlossenen Schachteln hat. Also Nahrungsmittel, eben, genau. Vor allem auch verderbliche Sachen, auch, oder Teigwaren, ja. Hafenflocken. So. Das genau. Sind so Sachen, die angeblich... Genau. Die in Behälter tun, sodass es wirklich zu ist. Und dann, falls ein BV da wäre, dann wird es lokal in diesem Behälter sein und nicht die ganze Küche auf die ganze Küche ausbreiten. Genau. Also, dass man eigentlich alles verschließt möglichst, oder? Gerade was an Nahrungsmittel rum ist. Ja. Eben ungeziefer, wenn wir jetzt mal spezifizieren, sagen jetzt mal Ameisen, kommen die auch ins Haus grundsätzlich? Ja, klar, das kann gut vorkommen. Es kann sogar vorkommen, dass Ameisen entweder in einem Blumentopf sind oder sogar zwischen 2 Mauern. Das ist nachher auch... Also wo sich irgendwo Zugang verschaffen? Ja, wo sogar das Nest in den Mauern ist. Und nachher können sie halt in die Wohnung rein oder raus. Das ist nachher... Das ist nachher beides der Fall. Das Problem. Genau. Ihr habt auch Wespen, sie jetzt auch dann öppe nachher, wo sie ihre Nester bauen und schauen, wo sie sich einnisten wollen. Kann man dort auch irgendwie etwas dagegen machen? Oder? Dass sie nicht kommen, kann man praktisch nichts dagegen machen. Das ist wirklich so, wenn man mal hat, dann muss man absolut die bekämpfen, weil das ist einfach auch gut, dass man sich selber schützt oder vor den Wespen. Mhm. Und wie tut man die, also wenn sie da sind, man merkt ja das wahrscheinlich durch einen strengen Flugverkehr oder wie merkt man überhaupt, dass da neu ein Nest könnte sein von Wespen? Also erstens mal gibt es ganz viel her und zurück von den Wespen, also sie kommen, sie gehen, wenn man auch plötzlich schaut, plötzlich ist ein Spalt und dort gehen sie rein und raus. Das ist sicher ein Nest.
dahinter. Das Nest ist. Ja, genau. Und dann ruft die Frau Ledermann an und sagt, ich habe Wespe. Was macht ihr denn nachher? Also da muss man schon mal wissen, seid ihr Hausbesitzer oder Mieter? Wenn ihr Mieter seid, dann könnt ihr entweder über die Verwaltung oder den Hausbesitzer gehen. Wenn ihr Hausbesitzer seid, können wir gerade einen Termin machen, dass wir das erledigen können. Mhm. Und dann kommen die mit dem Netz und die hat das Netz vor dran haben und dann fliegen die auch hin und zu und fährt. Oder wie geht das? Nein, die tun wir so bekämpfen. Also wir haben die Mittel dafür. Dann tun wir uns auch dementsprechend anlegen, weil wir müssen uns auch selber schützen. Natürlich. Dann tun wir die angemessenen Produkte verwenden, was dann auch ziemlich schnell unschädlich macht. Da sind wir beim Punkt, wo ja niemand gerne darüber redet, aber man kann es überall kaufen. Nicht alles, aber doch sehr viel sogenannte Bekämpfungsmittel, das sind Pestizide, Gift oder was ist das genau? Darf man das überhaupt einsetzen? Und wenn, darf man was einsetzen und wo? Klar, das, was man kaufen kann, kann man auch einsetzen. Aber ich lege jedem ans Herz, dass sie sich auch ganz gut informieren, auch wenn es nicht klar ist, vielleicht auch der Bedienung fragen, was das ist für ein Insektizid, Biozid oder Gift. Und dass man das wirklich so einsetzt, wie es beschrieben ist. Es geht ja auch um das einfach als Nebensatz, wenn man im Garten ist oder auf dem Balkon. Wenn sich irgendwelche Blattläuse einnisten, so, muss man auch spritzen. Oder? Aber das hat ja nachher auch vielleicht für andere Tiere wieder ein Problem. Kann man das auch vorher oder sollte man das auch vorher erörtern, dass es nachher könnte plötzlich Nutztiere auch noch gerade brechen? Ja, das kann, so, kann auch vorkommen. Also ich würde auch, wenn es Blüten gibt zum Beispiel, würde ich kein Insektizid direkt auf die Blüten tun. Das tun nämlich die Bienen nachher auch, den Bienen auch schaden, wenn sie auf die Blüten kommen. Also das auf jeden Fall vermeiden. Wirklich nur dort anwenden, wo es nötig ist. Es ist genau das, was nachher der Kunde, oder? Man sagt, die einen die Schaden zu anrichten, die anderen nutzen. Mhm. Manchmal kann man es nicht so genau unterscheiden. Gibt es auch irgendwie, wo die sagen, nein, das Tier oder das sogenannte Ungeziefer können wir nicht bekämpfen, das ist geschützt? Ja, klar. Da gibt es ganz klar das Bienenhaut. Wo wirklich geschützt ist. Und das ist eine gute Sache. Das ist extrem nützlich für die Biodiversität. Also das legen wir nicht an. Also wenn jetzt jemand halt einen wilden Bienenstock hat, dann muss man den abholen und dann wird er noch im Angst platziert. Genau. Ist das etwa so? Genau. Macht ihr auch das? Oder dann geht ihr am Imker anrufen und sagen, das ist nachher für den Imker. Wo genau. Dann das würde ich bringen. Genau. Wespe oder Bienen, also was sie können, ist, sie stechen, wenn sie sich bedroht fühlen. Genau. Es gibt aber auch andere Sachen, wo könnte es ungeziefer gefährlich werden. Hausschaben oder Milben oder was auch immer, können die irgendwie gesundheitsbeeinträchtigend sein, wenn man sie einfach nicht bekämpft? Also die gefährlichsten sind schon Wespe, Bienen und Hornussen. Das sind die gefährlichsten Insekten der Schweiz. Allerdings können auch ein paar andere Tiere gefährlich werden, wie zum Beispiel Zecken. Sei es Taubenzecken oder Zecken, die man auch im Wald auflesen kann. Die können natürlich auch gefährlich werden. Das sind die, die gefährlich sind. Die jetzt im Haushalt, das angenommen, ich habe Haferflocken, habe ich da so irgendwelche Flatter, merke das aber nicht. Jetzt tue ich Haferflocken zubereiten und tue das nachher essen. Ist das dann schädlich oder habe ich da einfach ein bisschen Eiweiß noch zu mir genommen? Nein, das ist nicht schädlich. Das ist... So kann nichts passieren. Nein. In dem Sinne ist einfach unangenehm, oder? Es ist unangenehm, aber es passiert nichts. Wie ist es mit denen, die sich gerne in der Matratze einnisten? Was ist mit denen? Das, man dort, das ist, glaube ich, auch nicht so ganz unproblematisch, oder? Also, ja, das ist dort auch nachher halt vom Insekt her, wenn man das nachher auf das Sofa tut und sich auch von Menschen ernähren kann. Hat man halt manchmal auch Stiche. Es kommt aber noch nachher auch je auf die Leute drauf an, wie man auf das oder das reagiert. Das kann natürlich nachher total verschieden sein. Kann etwas auslösen oder eben nicht. Genau, oder gar nichts auslösen, das geht auch. Das ist richtig. Das ist richtig. So zwischen eine ganz andere Frage. Es gibt ja noch, das ist nicht mehr ungeziefert, das sind dann eben Vögel, nämlich Tauben. Zum einen. Oder Krähen zum anderen. Die, die so laut machen, wenn sie in Scharen kommen. Tauben, die auch lästig sein können, vor allem, weil sie auch sehr viel, also ihre Kot auch die sehr grosszügig verstreuen. Wie kann man denen Herr werden? Ohne, dass man sie gerade
töten. Das macht man ja, glaube ich, nicht. Nein. Aber sie können zu Plog werden. Und wie kann man die vertreiben, zumindest? Die Vögel sind auch geschützt. Wir als Schädlingsbekämpfer können natürlich unter gewissen Umständen dürften wir sie auch vernichten. Aber es gibt mittlerweile ein neues Produkt, das wir also auch anbieten. Sprich, wir können das auch herstellen. Das sind im Vorfuldösli. Da ist ein Gel drin, das das UV-Licht reflektiert. Und die Vögel meinen nachher, es brennt, weil sie die UV-Lichter sehen. Wir sehen sie nicht. Also eigentlich eine ganz einfache Geschichte, ohne dass irgendjemand Schaden nimmt. Das ist auch kein Gift und kein Pestizid, das man einsetzen muss, sondern man tut sie eigentlich fast ein bisschen überlisten. Ist das etwas Neues? Das habe ich jetzt persönlich noch nie gehört. Genau, das ist ganz neu. Ja. Und ihr jetzt auch gezielt, sei es in der Stadt, auf dem Land, wo sie halt dann auftreten, genau, einsetzen. Dann tut man am besten eben auch euch schnell anrufen und sagen, jetzt ist fertig Krähe, jetzt hätte ich die nicht mehr auf der Terrasse ständig haben, weil sie ja noch, sind ja noch recht gerne Zeug bicken, die sie nicht hätten. Ja, oder? Genau. Gehen wir gerade von der Terrasse oder vom Balkon ab in den Garten. Mhm. Dort kann man definitiv nicht verhindern, dass sie an die Pflanzen oder an das Gemüse oder so gehen, das dort wächst. Habt ihr ein paar Tipps, wie man zumindest auch mal auf natürliche Basis vielleicht denen entgegenhalten kann? Uns wollen hier alles wegschnabbern. Ja, also das kommt immer so ein bisschen auf das Gleiche. Also, wenn ihr mal einen Befall habt, dann muss man einfach das lokal behandeln. Natürliche Sachen kann man ausprobieren, ist nie sicher, ob das funktioniert oder nicht. Das ist, eben, es ist halt, ja, man muss wahrscheinlich selber probieren. Es ist ein sehr breites Gebiet von euch. Und die meisten Leute sind immer froh, wenn sie euch anrufen können, wenn sie irgendein Problem haben, daheim im Haus oder in der Wohnung. Frau Ledermann, besten Dank für das Gespräch. Ich danke euch. Weiter geht's mit den Indizes. Das sind die variablen Basiszinssätze. BKB 2,5%, Migrobank 2,5%, Bank Gleich 2,625%, Raiffeisen 2,875%, Credit Suisse 2,85% und Valiant 2,95%. Das sind die aktuellen Heizölpreise pro 100 Liter. Bis 5'000 Liter 94,20 Franken, bis 10'000 Liter 93 Franken und bis 20'000 Liter 91,70 Franken. Das sind die Strompreise. Die Preise setzen sich zusammen aus dem durchschnittlichen Verbrauch eines 4-Personen-Haushalts. Das ist Spiel im Städtevergleich. Und noch zu den Wasser- und Abwasserkosten, das ist wieder Bio im Städtevergleich. Wie immer seht ihr im nächsten Beitrag wieder eine Auswahl von miet- und kaufbaren Wohnungen und Einfamilienhäusern. Viel Spass beim Zuschauen und bis bald. Das Mieten sind in Ins an Remismatten repräsentative und modulierbare Gewerbe- und Industrieflächen ab 180 Quadratmeter. Ideal für Handwerk, Kleinindustrie, Logistik, Start-ups usw. In Biel zu mieten ist an der Gottstadtstrasse 60 eine komplett renovierte Dreizimmerwohnung mit Balkon, Platten und Parkettböden. Das Bio-Armutsgasse 20 zu mieten ist eine grosszügige 5,5-Zimmer-Altbau-Duplex-Wohnung mit offener Küche, eigener Waschmaschine sowie Parkettböden. Eine erhöhte idyllische Lage mit einer wunderbaren Aussicht liegt in Port unserer neuen Überbauung Bellevue Park. Zwischen dem Bellevue-Weg, dem Weierweg und der Lohngasse sind 8 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 86 Eigentums- und Mietwohnungen entstanden. Die sehr ruhige und privilegierte Wohnlage auf der Anhöhe überzeugt mit einem wunderschönen Blick auf die umliegende Landschaft und die Stadt Biel.
Für Spaziergänge und kleine Ausflüge sind naturnähe Naherholungsgebiete oder Bieler See in der kürzesten Zeit erreichbar. Für den täglichen Bedarf sind vielfältige Einkaufsmöglichkeiten und Post in nur wenigen Gehminuten Entfernung gut erreichbar. Auch Kindergärten und Schulen sind in nächster Nähe. Für das neue Quartier ist sogar eine neue Bushaltestelle direkt beim Bellevue-Park an der Jersingerstrasse erstellt worden. Aber auch für die, die mit dem Auto unterwegs sind, liegt Port an einer guten Lage. Alle Wohnungen im Bellevue-Park sind nach dem Bonagasa-Konzept erstellt. Und das wird nicht wegen nichts auch als smartestes Wohnkonzept der Schweiz bezeichnet. Eine clevere Bauweise, Sicherheit und Service auf Wunsch. Das alles bekommt ihr bei Bonagasa aus einer Hand. Aber wie genau könnt ihr profitieren? Alle Wohnungen im Bellevue Park sind mit vielen smarten Details gebaut worden. Sie verfügen über moderne und grosszügige Grundrisse. Die schwellenfreie Walking-Dusche bringt Komfort und man kann sie einfach putzen. Überhaupt gibt es keine Hindernisse oder Schwellen in diesen Wohnungen. Sei es für die Dusche oder auf dem Balkon, gäbig für alle Lebenslagen. Die insgesamt hochwertige Ausstattung mit modernen Küchengeräten und einer eigenen Waschmaschine und Tumbler in jeder Wohnung überzeugen ebenfalls. Zusätzlich bietet Bonagasa auf Wunsch Sicherheit rund um die Uhr. Ein 7x24-Stunden Notrufservice ermöglicht auch den Bewohnerinnen und Bewohnern im fortgeschrittenen Alter eine selbstständige und unabhängige Lebensweise. Im Notfall ist bei einem medizinischen Problem schnell und zuverlässig Hilfe zu stellen. Ebenfalls auf Wunsch stehen in Bonagasa-Überbauungen Service zur Verfügung, die das Leben einfacher und komfortabler machen. Das sind zum Beispiel Wohnungsreinigung oder Wäschservice oder Ferienabwesenheitsdienst und noch viel mehr. Während dabei ältere Menschen dank passenden Dienstleistungen möglichst lang selbstbestimmt daheim leben können, profitieren jüngere Personen und Familien ebenfalls von der umfassenden Dienstleistungsstruktur. So entsteht eine individuelle Wohnsituation in einer generationendurchmischten Überbauung für mehr Selbstbestimmung, Freizeit und Vereinfachung vom Alltag. Ein weiterer Vorteil der Überbauung ist die nachhaltige Bauweise. Der Bellevue Park ist nach modernsten ökologischen Richtlinien gebaut und der Minergie-Standard konsequent umgesetzt worden. Das heisst weniger Energieverbrauch und damit eine geringere Umweltbelastung und auch weniger Kosten. Die Überbauung verfügt über eine Pelletheizung, die mit Sonnenkollektoren unterstützt wird. Das schont die Umwelt, weil zum Heizen keine fossilen Brennstoffe verbraucht werden. Ihr seht, die Wohnungen im Bellevue Park sind für Jung und Alt gleichermaßen geeignet. Die neue Überbauung bietet für jeden Platzbedarf etwas. Von der eleganten, altersgerechten 2-Halbzimmer-Wohnung für Singles oder Paar bis zur geräumigen 5-Halbzimmer-Familienwohnung. Die meisten der Wohnungen haben eine Orientierung zu 3 Himmelsrichtungen und damit eine ideale Ausrichtung und Besonnung. Weitere Vorzüge sind die grosszügigen Grundrisse, Balkone oder der überdurchschnittliche Innenausbau. Im Antrag gibt es eine Garderobe und einen Einbauschrank. Die Arbeitsflächen in der Küche sind aus Granit oder Glaskeramik her. Der Geschirrspüler oder Backofen kombiniert mit dem Dampfgarer sind von Vollzug. Bequem sind auch die elektrischen Fenster und Sonnenstoren, die man einfach per Knopfdruck bedienen kann. Etwas Spezielles, was es im Bellevue Park gibt, ist bei jedem Wohnhaus eine äußerst moderne, intelligente Paketfachanlage. Wenn der Böstler ein Päckchen bringen will und es ist niemand daheim, kann er das Päckchen in ein Paketfach legen, das elektronisch verschlossen wird und der Empfänger bekommt ein E-Mail mit der entsprechenden Nachricht. Wenn der Empfänger daheim kommt, kann er direkt an der Paketfachanlage geheimen Zahlencode eingeben und das Fach mit seinem Päckchen geht auf. Modernste Technik für die bequemste Lebens- und Wohnqualität. Zu der Überbauung Bellevue Park gehört natürlich auch eine Autoeinstellhalle mit Lift, die euch direkt auf euer Stockwerk bringt. Abgerundet wird das neue Wohnquartier mit einem familiengerechten, gartenähnlichen Umschwung und Spielplatz. Seid ihr an einer Wohnung mit schönster Aussicht im seeländischen Port interessiert? Wir schicken euch gerne eine ausführliche Dokumentation zu. Oder noch besser, ihr kommt direkt an unsere Tage von der offenen Tür. Gerne zeige ich euch die Wohnungen auch persönlich und berate euch auch gerne zu Themen von der Finanzierung und alle Fragen zur Miete und Kauf. Ich freue mich auf eure Kontaktaufnahme.
Detaillierte Informationen zum Bellevue Park findet ihr übrigens auch im Internet unter bellevuepark-port.ch.